Hallo Leute, hier ist euer Pili Bones und zwar mit dem ultimativen Eistee-Pfirsich-Vergleich und ich muss euch leider sagen, ich muss jetzt das Video nochmal neu machen, weil die eine Audiodatei auf dem anderen Video kaputt gegangen ist. Deswegen sind die ganzen Sachen hier nochmal angebrochen. Aber ich habe mir überlegt, ein schönes Eistee-Pfirsich-Video zu machen oder besser gesagt, ich wollte mal rausfinden, welcher Eistee der beste Eistee ist. Und ich dachte mir, mit was kann man es am besten machen und zwar mit der Pfirsichsorte, mit dem Pfirsich-Eistee. Und deswegen habe ich mir jetzt verschiedene Eistee hier geholt. Und zwar alles Pfirsichgeschmack und dann haben wir hier einmal den 4 Pro Eistee Pfirsich und dann haben wir einmal den Capital Bra Eistee Pfirsich und den Fuse Tee Pfirsich und den Ja Pfirsich Eistee und den Fana Eistee haben wir ja auch Pfirsich. Und ich würde mal sagen, ich fange hier mit dem ersten hier an, mit dem kleinen und zwar von 4 Pro. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, das war schwarzer Teeextrakt mit Pfirsichgeschmack. Also hier ist nur schwarzer Teeextrakt mit Pfirsichgeschmack drauf. Und das hat 7,1 Gramm Zucker. Ich werde nur mal ganz kurz dran riechen. Also man riecht auf jeden Fall Pfirsich. Es hat einen guten Pfirsichgeruch, ja. Ich gieße mir mal was ein. Jetzt nicht so viel, weil ich will es mal probieren. Ich zeige es mal, so sieht es aus. Aber ich mache noch ein bisschen fürs Probieren. Und riecht noch an. Es ist auf jeden Fall schöner Pfirsichgeruch, wie gesagt. Ja, und jetzt werde ich mal einen Schluck genehmigen. Ja, der Pfirsichgeschmack ist gut. Eine leichte Säuerlichkeit. Ist leicht säuerlich. Und man schmeckt ein bisschen schwarzen Tee raus. Also es hat eine. Es ist ein bisschen Pfirsichgeschmack, der leicht säuerlich ist und ein bisschen schwarzen Tee schmeckt man auch noch raus. Im Nachgang und ist es auf jeden Fall schon ganz gut. Ja, ich probiere mal den nächsten, den Brattee. Habe ich hier den. Hier muss ich sagen, dass mir der Geruch nicht gefällt. Also wenn man den aufmacht. Ist so ein komischer, ist so ein komischer Geruch, der ist nicht so gut. Riecht so ein bisschen nach Plastik oder so. Wahrscheinlich ist es hier wegen dem Plastik, dass der Plastikgeruch ein bisschen mit reinkommt. Oder so, und der gefällt mir nicht so. Riecht sich hier nochmal ganz kurz rein. Aber hier riecht es, finde ich, auch ein bisschen nach Plastik oder so. Das ist so ein komischer Nebengeruch, der gefällt mir nicht. Aber man riecht Pfirsich, aber. Ja, Pfirsich, das ist jetzt. Ich würde jetzt keinen. Das ist kein so intensiver Pfirsichgeruch. Ja. Aber ich habe ja schon mal ein Probiervideo gemacht dazu. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen. Ist ja vor dem Video gekommen. Da könnt ihr euch schon mal direkt angucken, was ich dazu gesagt habe. Ich will jetzt für. Hier geht es ja eher um den Vergleich. Probiere ich mal hier. Ja, es schmeckt nach Pfirsich, aber sehr süßer Pfirsich. Also es ist sehr, schmeckt sehr süß. Es ist ein sehr süßer Pfirsichgeschmack. Ist mir ein bisschen zu süß. Ja, nee, der Pfirsichgeschmack schmeckt mir nicht. Ist nicht so schöner Pfirsichgeschmack. Der Pfirsichgeschmack ist jetzt nicht so meins. Ist einfach nur zu süß. Ja. Jetzt gucken wir mal. Da habe ich euch noch gar nicht gesagt. Das ist ja hier mit. Aber das habe ich eigentlich schon im Video gesagt. Aber 8,2 Zucker und aufgebrühten Tee. Aufgebrühten Schwarztee. Hier haben wir auch aufgebrühten Schwarztee. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Genau. 92% aufgebrühten Schwarztee. Und wir haben hier. 6,5 Zucker. Ja. Das hat einen interessanten Pfirsichgeruch. Ich werde es mal hier ganz kurz eingießen. Ein bisschen zu viel vielleicht. Aber na gut, wir probieren ja hier. Hier werde ich jetzt mal ganz kurz auch nochmal dran riechen. Der Pfirsichgeruch, der gefällt mir. Es ist ein Pfirsichgeruch, der schon süßlich ist.
Doch, das ist so ein Pfirsichgeruch, das, wenn man den so wie so ein, wenn man den Obstkorb mit Pfirsich hat, so riecht es auch. Ja, meiner Meinung nach. Ich werde mal probieren. Hier schmeckt man den Schwarztee deutlich raus. Hier schmeckt es sehr nach Schwarztee und dann kommt so ein bisschen dieser Pfirsichgeschmack. Ein leichter Pfirsichgeschmack. Und ein bisschen säuerlich, aber ich würde, kann jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt mein Eistee wird. Das kann ich jetzt noch nicht genau bestimmen. Schmeckt sehr nach schwarzem Tee auf jeden Fall. Ist nicht zu süß. Ich finde ihn nicht zu süß. Jetzt kommen wir mal zum Ja-Tee. Ja. Das hier ist Ja-Tee und der hat hier nur Pfirsichgeschmack mit schwarzem Teeextrakt. Ja. Und haben wir hier 4,8 Zucker. Ja. Genau. So. Ich sage nochmal Ja-Tee. Nochmal dran riechen. Oh, das hat einen sehr süßen Pfirsichgeruch, aber da kommt auch irgendwie eine andere Note rüber. Jetzt gieße ich mal ganz kurz das ein. Ich rieche jetzt noch mal ganz kurz dran. Ja, naja, der Pfirsichgeruch gefällt mir jetzt nicht so. Der riecht zwar süßlich, aber das ist nicht so der Pfirsichgeruch. Ich würde es eher als Chemie bezeichnen. Ja, ich würde es eher so chemischen Pfirsich, würde ich sagen, ja. Der gefällt mir jetzt nicht so vom Geruch her. Na, aber ich werde mal probieren. Das ist kein schöner Geruch, kein schöner Geschmack. Der Pfirsichgeschmack ist hier nicht so schön. Es ist zwar süß. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es zu süß ist. Aber da ist so ein komischer anderer Geschmack, den finde ich jetzt nicht so gut. Da muss ich sagen, das wird auf jeden Fall so jetzt von dem ersten Geschmack schon, wird das jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-FD. Der hat so einen künstlichen Pfirsichgeschmack. Ich werde mal hier den hier aufmachen vom Pfanner. Ja, der riecht schon noch gut nach Pfirsich. Ich habe eher übrigens, ist auch aufgebrühter Schwarztee. Ja, ist aufgebrühter Schwarztee und man sieht, aber man kann nicht richtig raussehen, ob das jetzt welche, weil was für Schwarztee, also wie viel Prozent. Also hier steht irgendwie 100%, aber weiß ich jetzt nicht. Weil hier steht sonst nur aufgebrühter Schwarztee und sonst nichts. Dann steht 1% Zucker und der Zucker davon ist 6,1 hat er auf jeden Fall. Ja, ich nehme mal an 100% Schwarztee oder so. Weil sonst steht, bei den anderen steht dann genau exakt da drauf so und so viel Schwarztee. Aber gießen mal ein. Fanta, ja. Fanta war früher so meine Marke. So die habe ich ganz oft getrunken. Fanta Eistee fand ich immer ganz cool. Ist eine sehr gute Teemarke. Ist eine ganz gute Eistee-Marke. Fand ich immer früher ganz cool. Also unter den ganzen anderen Eistee. Ich habe ja schon ganz viel Eistee immer früher getrunken. Und Fanta Eistee hat mir da immer am besten geschmeckt. Aber jetzt gibt es ja so viele neue Sorten. Naja. Ich werde mal ganz kurz. Der Eistee, der riecht hier wirklich wie so ein schöner Pfirsich-Eistee. Ja? Das hat hier wirklich so einen schönen Pfirsich-Geruch. Ja? Der gefällt mir. Das ist kein ekliger Geruch. Der ist ganz gut.
Ich werde mal probieren. Ja. Hier würde ich jetzt auch sagen, das schmeckt zwar ein bisschen nach Schwarztee, aber auch nach Pfirsich. Das hat eine gute Mischung zwischen Pfirsich und Schwarztee. Nicht zu süß. Ja. Kann man, ist echt gut. Ist ein ganz guter Eistee. Er hat immer noch einen sehr guten Geschmack. Kann man nicht sagen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, jetzt einen richtigen Platz 1 zu finden. Ich müsste da, also das hier wird es auf jeden Fall nicht. Der Ja-Tee, der wird ganz da hinten. Das ist jetzt so, geschmacklich ist das nicht so meins. Entweder der hier, also die beiden hier vielleicht Platz 1. Naja, wobei der hier Pfanne-Eistee ist da doch geschmacklich ein bisschen, finde ich ein bisschen cooler. Ich finde ihn ein bisschen besser. Dann kommt der, dann würde ich fast so sagen Fuse-Tee und der Faux Bro-Tee. Und dann kommt so Capital Bra-Tee. Ich würde jetzt nicht den nach hinten schieben, hinter den Ja-Tee, aber so ungefähr in diese Richtung. Aber ich will noch mal ganz kurz hier noch mal probieren. Ich will noch mal die beiden drei Sorten gegeneinander probieren. Vielleicht probiere ich jetzt auch noch mal ganz kurz den Brattee. Ja. Der Geruch ist schon ganz cool. Wobei ich den hier sogar ein bisschen besser finde. Ja. Ich werd gesagt, wie gesagt, nochmal alles probieren. Der hat hier wirklich eine säuerliche Note. Der hat eine säuerliche Note, stört mich jetzt aber nicht. Ja, Pfirsich ist ja auch generell ein bisschen säuerlich. Der hat ein bisschen einen anderen Geschmack. Der hat, hier kommt das wirklich zu doll. Hier finde ich, dass es zu viel nach Schwarztee schmeckt. Ja, doch. Hier kommt mir der Schwarztee-Geschmack schon relativ viel rüber. Vergleich zu dem hier. Der hat jetzt einen Platz weiter gerutscht. Und jetzt kommen wir mal hier bei dem Pfanne-Eistee jetzt nochmal ganz kurz. Ja, nicht übertreiben eigentlich. Ich will ja nur probieren. Ja, sehr schön. Das ist ein sehr schöner Geschmack. Ich finde, ich glaube, Pfanne-Eistee ist immer noch der beste. Pfanne-Eistee ist Hammer. Das ist nicht so süß. Und auch nicht, kommt auch nicht ganz so der Schwarz hier rüber. Ich finde der ganz, ganz cool. Wobei ich beide hier, ich finde beide ganz gut. Die hier beide schmecken eigentlich ganz cool. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz den Brattee testen und gucken. Damit ich einfach ein richtiges Urteil jetzt fällen kann, will ich jetzt auch noch mal ganz kurz hier eine Chance geben oder gucken, wie er denn jetzt schmeckt. Weil das ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier probiere und danach werde ich mal mein Urteil fällen. Der ist schon sofort, wenn man ihn anfängt zu trinken, der hat schon so einen Geruch, der mir nicht so gefällt. Der kommt gleich so ein komischer Geruch rüber und der gefällt mir einfach nicht. Der hat richtig so einen Nachgeschmack, der mir absolut nicht gefällt. Das ist irgendwie,
hat ja so einen komischen Nachgeschmack. Das ist, also der hier nicht. Die beiden sind nicht meine Favoriten, auf jeden Fall nicht. Zu süß und zu künstlich. Ich finde den zu künstlich und zu süß. Der wird es auf jeden Fall nicht. Also, die hier beiden nicht. Also der schmeckt sehr künstlich. Der schmeckt zwar, der riecht zwar ganz gut, hat einen sehr süßen Geruch. Schmeckt mir aber zu doll künstlich. Der schmeckt auch künstlich, aber nicht so doll wie der hier. Also, aber der Geruch ist, gefällt mir nicht. Und kommt da schon an den hier ran. Der schmeckt jetzt nicht ganz so. Nee, ist ja nicht, dass sie jetzt verwirrt sind. Der hier schmeckt mehr nach Pfirsich. Der hier hat so einen Pfirsichgeschmack, aber der schmeckt mir nicht. Eigentlich würde ich den schon ganz auf der anderen Seite sehen. Ja, ich würde ihn schon doch lieber hier hinbringen. Oh, neben den, hinter den. Den kommt der. Dann würde ich sagen, dass der Fuse-Tee kommt. Obwohl, ist da echt schon schwer. Der Fuse-Tee. Nee, ich würde schon sagen, dass die Reihenfolge, so wie ich es jetzt aufgebaut habe, so besser ist. Dass es die richtige Reihenfolge ist. Ich glaube, so ist es schon der richtige Entschluss. Dass die hier auf jeden Fall, die kann man trinken. Das ist so der, wo ich sage, die sind cool. Die hier schmecken mir tatsächlich am besten. Ich mag den Fahne-Eistee, der schmeckt dann immer noch mir sehr gut. Der hat nicht so, der ist nicht so extrem süß. Hat einen sehr schönen Geschmack. Riecht gut. Der kommt danach, ist zwar ein bisschen säuerlich und so, aber hat auch einen guten Geschmack. Dann kommt der hier und dann kommen die beiden leider. Ja. Die sind leider ganz hinten. Das tut mir leid, aber was soll ich machen? Also die beiden schmecken mir nicht. Der schmeckt mir nicht und kommt vom Geschmack her, trifft das gar nicht, mein Geschmack. Und ja, weiß ich nicht. Aber die hier sind auf jeden Fall, die würde ich genauso in der Reihe aufstellen und würde ich sagen, hier, ich glaube bei Fana Eistee bleibe ich. Fana Eistee wird glaube ich weiterhin mein Eistee bleiben, wo ich gerne mal trinke. Der hier ist aber auch nicht verkehrt, den 4 Bro kann man sich mal gönnen. Und auch Fuse Tee, glaube ich, kann man sich auch, der wird der ein oder andere wahrscheinlich auch Fuse Tee gefallen. Ne? Aber die hier fand ich jetzt nicht so gut. Ja. Und ich würde mal sagen, das hier war's mit diesem Video zu diesem Eistee. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!